I'm just going for the food. Ich liebe Essen und ich werde mir nichts verbieten. Es ist wirklich, es ist unbelievable, wirklich. Hi Leute and welcome back zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Ich weiß gar nicht, wenn ihr das Video seht, ist überhaupt kein Wochenstart. Aber egal, ich habe mir gedacht, ich drehe mal ein What I Eat in a Week. Ich wurde schon voll oft gefragt, ob ich sowas mal drehen kann und ich esse halt immer ein bisschen so... Ich bin halt jemand, ich esse immer so richtig... durcheinander. Ich habe keine wirkliche Routine. Ich bin nicht jemand, der extrem auf seine Ernährung achtet und ich esse einfach, worauf ich Bock habe. Und deswegen war ich immer so, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Video werden würde. Aber ich dachte mir, ich probiere es trotzdem und zeige euch dann einfach mal so eine realistic what I eat in a week Woche. Und damit meine ich nicht, dass die anderen Videos hier auf YouTube davon unrealistisch sind, sondern einfach, ich achte nicht so krass auf meine Ernährung und ich habe nicht die most aesthetic Meals und sowas. Deswegen wundert euch nicht, das Essen sieht auch manchmal nicht so geil aus, schmeckt aber gut. Ich muss sagen, ich bin eine sehr große Snackerin, also bei mir ist es oft so, dass ich einfach nicht so viele große Mahlzeiten esse oder eine Mahlzeit auslasse und dafür ganz viel snacke, so ganz viele Kleinigkeiten. Es muss nichts Süßes sein, sondern einfach viel so, da mal eine Tomate mit Mozzarella, da mal ein paar Chips, da mal ein Brot mit irgendwas, da mal ein Müsli, so bin ich. Und deswegen stellt euch darauf ein, dass es alles im Wirrwarr enden wird. Kleiner Disclaimer, es ist nicht schlimm, wenn ihr weniger als ich esst, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mehr als ich esst. Lasst euch davon nicht beeinflussen, vergleicht euch nicht, holt euch einfach ein bisschen Inspo oder falls es euch einfach interessiert, was ich esse, schaut gerne zu. Und denkt dran, wir sind alle anders, wir haben alle andere Bedürfnisse. Jeder von uns braucht mehr Essen, jeder von uns bewegt sich anders oder mehr oder weniger. Jeder ist komplett anders, deswegen nehmt euch kein Beispiel an mir in der Hinsicht von wegen, oh, das muss ich essen, damit ich dünner werde oder das muss ich essen, damit ich mehr zunehme. It's just what I do and I wanna give you some inspo, deswegen bleibt gerne dran. Aber ihr dürft auch nicht erwarten, dass die krassesten Meals auf euch zukommen, weil... Es ist kein Kochvideo, es ist ein What I Eat in a Week und ich versuche wirklich einfach nur das zu zeigen, was ich wirklich unter der Woche esse. Wenn ich nicht filme, wenn ich nicht irgendwie was Bestimmtes für ein Rezeptvideo oder so mache. Und ich weiß, ihr wünscht euch ganz viele Recipes, die ich euch zeige, ganz viel Inspo. Und ich arbeite dran, ich versuche ein paar Sachen rauszusuchen, die ich für euch koche und euch dann empfehlen kann, wenn sie gut sind. Aber zurzeit habe ich noch nichts gefunden, was ich euch so zeigen kann, was wirklich special ist und was vielleicht nicht ein oder andere sowieso immer macht. Und deswegen stay tuned for more. Kochvideos, vor allem mit meiner Mama oder so. Das wird auf jeden Fall kommen. Aber dieses Video ist einfach nur ein realistic What I Eat in a Week. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Leute, ich gucke gerade den Talk danach und ich werde mir dabei Breakfast machen und ich muss einmal sagen, ich habe so oft gehört, dass der langweilig sein soll und ich bin jetzt hier so kurz vor der Mitte und ich muss sagen, ich finde es so unnötig, dass sie immer diese Rückblicke einblenden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde diese Rückblenden von wegen, wo die waren und was sie gemacht haben, so unnötig, weil wir wissen doch, was passiert ist. Wir wissen doch, was passiert ist, aber egal. Ich habe einen ganz kleinen Einkauf getätigt. Der eigentliche Grund, warum ich einkaufen war, sind die Brötchen. Ich mache mir jetzt nämlich Brötchen und ich weiß noch nicht genau mit was. Ich habe Paprika gekauft, wahrscheinlich auch für das Abendessen heute Abend. Dann habe ich mir noch Salat gekauft, falls ich mir ein belegtes Brötchen mache. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich esse nicht so gerne Wurst und ich esse auch nicht so gerne Käse. Ich mag nur Käse auf Pizza und Aufläufen und so. Aber so Scheibenkäse, ganz kalt, normal auf dem Brot oder so, mag ich gar nicht. Und ich belege mir das immer mit Tomate und Gurke und sowas. Und dann habe ich die Haferkuchen gekauft für meine Mama. Die hat mich gefragt, ob ich die mitbringen kann. Und eine Gurke. Das ist wahrscheinlich auch für nachher oder falls ich mir jetzt ein belegtes Brötchen mache. Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist immer der Aufschnitt, den ich benutze, um ein belegtes Brötchen sozusagen zu machen. Ich belege mein Brötchen eigentlich immer nur mit so Vegetables, also mit Salat und Gemüse einfach, egal ob Gurke, Paprika oder Tomate. Und als Base benutze ich immer von Bresso diesen feine Kräuteraufstrich und der ist einfach der beste dafür, der schmeckt richtig gut. Also den empfehle ich euch allgemein als Brotaufstrich, schmeckt der echt sehr, sehr lecker. My feelings been hurt.
So Leute, so sieht jetzt mein Frühstück aus. Ich habe Rührei, da habe ich ein Brötchen mit Butter und das esse ich zum Rührei. Und dann habe ich nochmal ein belegtes Brötchen mit Salat, Tomate, Gurke und diesem Frischkäse. Und das ist jetzt mein Breakfast. Ich lasse es mir jetzt schmecken und ich werde es jetzt essen und dabei weiterhin die letzte Folge gucken. And it's very juicy. Also ich habe mit ein paar Sachen in dieser Folge nicht gerechnet, but it's okay. Du bist ganz spielig drauf. So Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich war duschen, habe mich geschminkt und werde jetzt gleich ein bisschen drehen. Und da ich heute nicht so viel Zeit habe, jetzt zu kochen mittags oder mir ein bisschen was Außergewöhnlicheres zu machen, habe ich mir nochmal ein Brötchen belegt, weil noch ein Brötchen über war. Und ich dachte mir, dann belege ich mir es einfach nochmal. Und damit es so gut vorhin geschmeckt hat, ich habe einmal wieder Salat, Gurke und Tomate genommen und den Frischkäse. Das lasse ich mir jetzt schmecken, dann drehe ich mein Video, ich muss noch meine Haare machen und dann werde ich noch eine Story drehen und vielleicht noch ein Bild machen. Ich habe so eine Idee gehabt, aber die Lichtverhältnisse sind heute wieder ein bisschen nicht so gut, deswegen weiß ich nicht, ob das so klappen wird. Today is the day and I'm going to make myself some animal fries again. Ich habe die so lange nicht mehr gegessen und ich freue mich. Oh, ich werde jetzt anfangen mit den Animal Fries. Ich habe jetzt alles eingekauft, Pommes, Mayo, alles was gefehlt hat. Und ich bin sehr excited, ich habe sehr Bock darauf. Falls ihr das nachmachen wollt und das genaue Rezept haben wollt, weil ich das jetzt hier nicht komplett nochmal zeigen werde, obwohl es richtig easy ist, dann guckt einfach bei meinem Insta vorbei. Ich habe da so ein Highlight dafür erstellt, da ist alles Step by Step und ihr könnt das alles Schritt für Schritt nachmachen und könnt alles upscreen und seht nochmal alle Sachen, die man dafür braucht. Deswegen, ich zeige es euch jetzt im Schnelldurchlauf. Und dann werde ich es fooden und ich hoffe, ich werde danach nichts mehr essen, weil das ist wirklich eine Kalorienbombe. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen Wasser davor trinken, damit ich schon so ein bisschen so ein Sättigungsgefühl habe und nicht so viel davon schaffe und dann auch nicht so viel mache halt. Jetzt habe ich endlich mal wieder eine volle Flasche Wasser und muss nicht die ganze Zeit jedes Glas neu befüllen, weil dafür bin ich immer zu faul und deswegen trinke ich immer so wenig. So eine Flasche hilft enorm viel zu trinken, glaubt mir. Leute, gönnt euch diesen geilen Foodporn. Wirklich, wirklich krass. Der Shit. Macht es nach, Leute. Es schmeckt so krass. Ich will mir sowas Geiles einfach nicht verbieten können. Oder müssen. Weil I just love food. Und jetzt guckt euch es an. Es ist einfach so geil. It's the next day und an diesem Tag habe ich mit meiner Mama zusammen zum Late Breakfast Milchreis gemacht, wie ihr sehen könnt. Es war sehr delicious. Das war so ein bisschen mein Frühstück und Lunch zusammen. Ich habe auch noch einen Teller Linsensuppe gegessen, den habe ich aber vergessen zu filmen. Nur damit ihr Bescheid wisst, Arthur kam auch und wir haben das zusammen gegessen. Und am Abend habe ich mir dann meine Nudeln gemacht, die ich gefühlt jede Woche mindestens einmal mache. Ihr könnt dazu auch nochmal auf Insta in meinen Highlights schauen, da habe ich das auch nochmal Step by Step erklärt. Und die sind wirklich so, so lecker. Also wirklich one of my fave Pasta und ich liebe die einfach und deswegen gab es sie an diesem Tag. Wir haben jetzt kurz vor 10:30 und ich snacke jetzt ein paar von diesen American Style Cookies und das sind die allerbesten, die schmecken richtig, richtig gut. Und ich hoffe, die schmecken noch, weil wir die jetzt schon länger offen haben und ich da so Cravings drauf hatte und die jetzt nicht fertig gegessen habe. Ich habe halt einfach nur einen gegessen, aber das sind wirklich die besten Cookies und ich glaube, die gibt es bei Aldi und die werde ich jetzt snacken. Und dabei schaue ich ein bisschen YouTube und gönn mir. Wir haben heute Mittwoch, oder? Ja, Mittwoch ist heute. Und wir haben jetzt kurz vor 11 und ich bin jetzt schon ready gemacht. Ich habe meine Haare gemacht. Ich habe heute Morgen schon Self-Tan aufgetragen und ich bin schon ein bisschen länger wach. Und ich gucke jetzt mal, was ich jetzt essen kann. Ich gehe zwar gleich nach Frankfurt mit Pauline und ich weiß nicht, ob wir da was essen werden, beziehungsweise ich glaube, sie wird sich da auf jeden Fall was holen. Und ich werde mir safe auch noch was holen. Aber ich habe jetzt auch schon Hunger und ich werde jetzt mal gucken, was ich mache. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach gleich mal mein Breakfast, obwohl ich keine Ahnung habe, was ich essen will. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in diesem Video erwähnt habe oder in einem anderen Video, aber ich bin jemand, ich kann morgens schon eine Pizza essen. Und manchmal kriege ich so krasse Cravings auf so Sachen, die überhaupt nicht ins Frühstück fallen würden. Also ich bin jemand, ich esse auch voll gerne einfach kein süßes Frühstück. Ich mache mir voll oft Sachen mit Eiern und so. Ich glaube, das habe ich aber schon erzählt. Und aus diesem Grund ist die Mikrowelle an, denn es ist wirklich, ich zeige euch mal, wie viel Uhr wir haben. Es ist 11:15 und ich mache mir
meine Nudeln warm. Und zwar die, die von gestern noch übrig geblieben sind. Es ist wirklich, es ist unbelievable, wirklich. Aber ich habe es euch gesagt, ich kann wirklich morgens alles essen. Ich kann morgens alles essen. Und dann ist es halt manchmal auch einfach Pasta oder Pizza. It's crazy. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich die Einzige bin, die morgens auch sowas essen kann. Vor allem, wenn so geile Reste übrig geblieben sind. Weil ich fühle mich immer so ein bisschen allein und ich fühle mich immer so ein bisschen gejudged, wenn ich morgens das esse. Weil voll viele von meinen Freunden einfach sowas morgens nicht essen können. Und ich bin immer so, give me the pasta, give me the pizza. Deswegen schreibt mir mal bitte, damit ich nicht alleine bin. So Leute, wir haben jetzt 12:45 oder so. Ich fahre jetzt los, hol Pauline ab. Dann fahren wir nach Frankfurt und ich bin sehr gespannt, ob wir da und was wir da fooden werden. Ich glaube, wir werden uns safe einen Starbucks holen. Ich habe keinen Hunger. Ich habe die Nudeln gegessen. Es ist so weird. Irgendwie ist mir das voll unangenehm, euch das zu zeigen, dass ich einfach Nudeln zum Frühstück esse. Aber es ist einfach so und es passiert sogar häufiger, deswegen I had to show you. Und ich würde sagen, let's go. Ich bin ready. Ich habe noch ein paar Wechselklamotten dabei. Und ja, now it's time to drive. Ja. Boah, Mashallah. Machst du jetzt so coole Musik da drunter, oder was? Ja, warte, ich filme dich doch gerade. Geil. Boah, Leute, gönnt euch das mal. Ey, Schätzel, bleib doch mal ruhig. Foodporn. Hey, darf ich ein ganzes Stück diesmal abbeißen? Und? Das Geile ist, ich habe die halt schon 100 Mal gegessen, aber ich durfte immer nur das Stückchen hier nehmen. Ja, nimm das mal bitte. Auch. Okay. Ey, du dummer. Oh mein Gott. Darf ich das in der Mitte haben? Und dann. Komm, was ich jetzt auf. Ich hätte es auch nicht mehr gegessen, sag ich dir. So Leute, es ist jetzt 7:15, ich bin wieder zu Hause. Arthur war noch spontan hier und ihr habt gesehen, wir haben uns noch zusammen eine Zimtschnecke gegönnt. Ich habe ihm den Rest mit nach Hause gegeben, weil ich weiß, wie gerne er die isst. Und ich mache mir jetzt Breakfast. Ich mache mir jetzt Dinner und ich habe richtig Bock wieder auf Gemüse. Das freut mich, weil gestern gab es die Nudeln und ich dachte mir heute, gehen wir das mal so ein bisschen lower an. Ich habe heute Morgen die Nudeln gegönnt. Ich habe heute Mittag dieses Vegan Italian Bread gegessen von Starbucks. Habe noch diese Zimtschnecke, ein Stück davon gegessen. Und jetzt gibt es Gemüse und ich glaube, ich werde mir eine Zucchini braten. Wir haben noch eine Zucchini da. Das mache ich richtig gerne im Moment. Ich habe es auch schon auf Insta gezeigt. Einfach mit Sour Cream und es schmeckt sehr, sehr gut. Oder halt mit anderem Gemüse, was ich da habe. Paprika. Ich glaube, ich mache mir auch Paprika. Oder ich habe Avocado. Wir haben auch noch eine geile reife Avocado. Mache ich mir Guacamole und Tomate Mozzarella. Oh no. Oder ich mache mir Avocado morgen zum Frühstück. Ich weiß es noch nicht. Hey, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt kurz am struggeln. Mache ich mir jetzt Avocado oder mache ich mir Avocado morgen zum Frühstück? Weil morgen habe ich auch noch keinen Plan, was ich esse. Und ich glaube, ich werde mir die Avocado morgen zum Frühstück machen. Lecker Guacamole. Also ich werde auf jeden Fall Tomate Mozzarella machen. Darauf habe ich sehr, sehr Bock. Ich habe auch noch so geile Antipasti. Die mag ich auch richtig gerne. Aber ich weiß nicht. Oh Mann. Ich bin wirklich am struggeln, was ich jetzt esse. Mache ich mir jetzt die Zucchini, mache ich mir jetzt Avocado. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Hä, was mache ich mir jetzt zu essen? Aber so Tomate Mozzarella passt auch voll gut zu Toast, gell? Scheiße. Oder ich mache mir das morgen. Und ich mache Avocado und den Rest lasse ich meiner Mama übrig. Haben wir Zitrone? Ah, wir haben sogar Zitrone. Oh nein, das passt alles perfekt. Ich mache mir Avocado, ich mache mir Guacamole und
mit Toast und Tomate Mozzarella. That's the plan for now. Ich zeige euch jetzt die leckerste Guacamole ever. Ich mache immer eine Avocado, ich mache immer eine halbe Zwiebel. Kommt aber immer auf die Größe der Avocado an. Und dann einfach Pfeffer und Salz. Das schmeckt so, so gut. Manchmal ein bisschen Zitrone, aber eigentlich brauche ich das nicht. Und es schmeckt einfach so delicious mit Toast. Ich weiß, viele mögen kein Avocado, but I just love it. Deswegen, oder mache ich mir Zucchini? Mann! Ich mache mir Avocado, leck mich. Ich mache mir Avocado, ganz einfach. Ich mache mir Avocado. Da gibt es überhaupt nichts mehr. Dabei höre ich Justin Biebers neues Album. Ich finde die Songs so geil. Also ich finde, die sind zwar teilweise sehr, sehr traurig, aber mir gefällt vor allem Peaches und dieses andere, ich glaube es Unstable. Ja, Unstable ist auch richtig traurig. So sweet, three poppies making one for me. Them ocean sounds, ooh, sip slowly. Grains of glass riding on my feet. Do you love me? Do you not? Do you think about me every time? 'Cause you've been running my mind all day. Oh, as I ride through the ocean, sleep on my face, play teddy pendergrass, listen to the waves. You keep coming right back, and I think, and I think you could be my ray of sunshine. Ich weiß nicht, ob ich nur zwei Scheiben Toast essen werde. Ich werde es euch aber sagen, wie viel ich gegessen habe im Endeffekt. Because I want to keep it real. Und ja, bon appetit to myself. Und ich werde mir das jetzt gönnen, because I'm very hungry. Ich habe jetzt mich umgezogen, weil ich habe meinen kompletten grauen Pulli voll mit Balsamico gekleckert. Und ich habe das direkt rausgewaschen und dann war alles nass. Und dann saß ich da ganz kurz mit so einem richtig nassen Pulli. Mein ganzer Pulli war nass, das ist so unbequem. Und ich habe mich jetzt umgezogen, habe einen ganz normalen Hoodie an. Und ich habe mir noch zwei andere Toasts gemacht. Das heißt, ich habe insgesamt 4 Toasts gegessen und es war super lecker. Ich liebe Tomate Mozzarella. Ich esse es viel zu selten bei mir zu Hause. Ich habe so einen Italiener, wo ich immer hingehe mit Arschum. Also was heißt immer, wir gehen da manchmal hin. Und der macht so richtig geiles, so richtig geiles Sandwich. Einfach mit Tomate Mozzarella, aber so warm aus dem Ofen. Und es schmeckt so, 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 so gut. Und wir wollten dann noch am Wochenende hin, aber wir hatten dann keinen Bock. Also Arthur hatte keinen Bock, ich hatte Bock. Und ich glaube, ich werde mir dieses Sandwich morgen mal nachmachen zum Frühstück, wenn ich Bock drauf habe, weil ich habe noch Mozzarella und ich habe noch Tomaten. Und deswegen würde sich das anbieten. Aber das sehen wir dann morgen, was ich frühstücke, weil bei mir ändert sich das immer. Und ja, es war sehr delicious. Ich habe noch ein bisschen Guacamole übrig gelassen für meine Mama, falls sie nachher ein bisschen was haben will, wenn sie nach Hause kommt. Ja. So Leute, es ist kurz vor 11 und ich habe noch ein paar von den Cookies gegessen. But it's okay. Ich habe mir gegönnt. Good morning, Leute, and welcome zu einem neuen Tag und zu neuen Meals. Ich werde mir jetzt Frühstück machen. Wir haben jetzt aber schon... Wie viel Uhr haben wir? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben schon 12 und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Uhr wir haben. Ich bin heute ein bisschen später aufgestanden, weil ich gestern Nacht das Are You The One Finale geguckt habe. Und dann wollte ich mir ein bisschen den Schlaf gönnen und habe mich jetzt fertig gemacht, war duschen, habe mich geschminkt, habe mich angezogen in meinem Gammel-Look für zu Hause mit den nicen Pantoffeln. Ich werde mir jetzt Frühstück machen, beziehungsweise Late Breakfast slash Lunch. Ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen mit meinem Mittagessen ist, weil ich danach so ein bisschen produktiv sein werde und ein paar Sachen drehen werde. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich nicht so viel essen zwischenzeitlich, einfach weil ich das nicht auf dem Schirm habe dann. Und ich glaube, dann werde ich das nächste erst heute Abend essen. Ihr müsst euch da aber kein Beispiel dran nehmen. Aber wenn ich halt ein bisschen deftiger morgens esse, dann bin ich erstmal satt. Und wie ihr wisst, ich snack auch gerne. Auch wenn ich das gefühlt in diesem Video nie gemacht habe. Aber ich snacke wirklich oft. Und ich habe es vielleicht in diesem Video nicht gemacht, weil ich einfach krasse, richtige Mahlzeiten hatte. Aber normalerweise bin ich jemand, der auch sehr, sehr viel snackt zwischendurch und eine Mahlzeit ausfallen lässt dadurch. Aber ich werde jetzt erstmal mein Breakfast machen und ich nehme euch mit. Ich weiß auch schon genau, was ich machen will. Ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt. Und ja, I'm very hungry und wir gehen jetzt hoch und dann wird Food gemacht. Thank you.
ready to be served and it's just a chef's kiss. Es ist sehr basic, aber es ist sehr, sehr geil und ich werde es mir jetzt gönnen. Ich habe noch ein bisschen Olivenöl drauf gemacht. Das habe ich auch immer in diesem Restaurant gemacht, weil es einfach so ein bisschen so ein geiler Touch ist. Und ich werde mir noch Balsamico mitnehmen und vielleicht ein paar Schüsse drüber geben. Und das ist mein Breakfast. Und ich finde, es ist einfach der Shit. Also wenn ihr Tomate, Mozzarella mögt und Toast, ist sehr basic, aber es ist einfach lecker. Ich habe mir jetzt keinen zweiten Toast gemacht, aber dafür esse ich jetzt noch ein paar von diesen Schokolinsen, die sind so geil. Und guck weiter auf Island und dann muss ich die Spülmaschine ausräumen und die Küche aufräumen und dann wird gefilmt. So Leute, wir haben mittlerweile 5:30 und ich bekomme langsam wieder Hunger. Ich habe gefrühstückt um 1 ungefähr. Ich habe nur noch diese Schokolinsen gegessen und auch nicht so viele und das war's. Und Arthur war noch da eben für eine halbe Stunde und ich habe noch ein paar Sachen gemacht, so contentmäßig und habe ein paar Sachen geplant. Und ansonsten habe ich versucht, so einen Staubsauger aufzubauen. Ich werde euch darüber in einem anderen Vlog noch mehr erzählen. Aber ich muss das Ding erstmal richtig zum Laufen bringen. Das ist halt so einer, der durch die Wohnung fährt und alles automatisch saugt und sowas feiere ich extrem. Ich muss auch sagen, ich habe mir wieder vorgenommen, einfach extrem viel Wasser zu trinken. Und ich versuche wirklich am Tag 2 von diesen Flaschen mindestens leer zu bekommen. Nee, Arthur hat die eben aufgefüllt. Also ich habe, glaube ich, eine Flasche heute getrunken. Und den Schluck hat er getrunken und ich habe einen kleinen Schluck getrunken. Also auf jeden Fall noch keine 2 Flaschen. Und oh mein Gott, ich habe mir auch vorgenommen, direkt nach dem Aufstehen eine Flasche zu trinken, bevor ich die erste Mahlzeit zu mir nehme, weil momentan bin ich ja eh nur zu Hause. Dann muss ich auch, also dann habe ich auch nicht so Angst wegen Pipi machen, weil ich hasse es, so viel zu trinken und zu wissen, ich gehe gleich irgendwo hin, weil dann muss ich direkt pinkeln, wenn ich irgendwie im Auto sitze oder so oder keine Ahnung wo bin. Und deswegen bietet sich das einfach an, dass ich das durchhalte, zu Hause einfach eine Flasche zu trinken, also nach dem Aufstehen. Aber ich vergesse es halt einfach immer. Halt einfach der Fakt. Ich habe mir heute so gedacht, irgendwie hat mich heute so ein Schub eingeholt. Ich habe ja in dem Mukbang mit Josie, habe ich ja so ein bisschen über meine Insecurities gesprochen und ganz viele haben mich versucht aufzubauen. Und irgendwie saß ich heute vorm Spiegel und ich habe gestern so ein Spiegelbild gepostet und ich bekomme von euch immer Komplimente und das finde ich richtig, richtig cute und es baut einen auch auf. Ich habe Naked Haul auf Insta gepostet und da muss ich die Klamotten natürlich auch zeigen. Und wenn ich mich dann wiederum mit anderen vergleiche, dann denke ich mir schon, oh, meine Taille ist ein bisschen breiter und da habe ich eine Speckrolle mehr. But it's okay. Heute war es wirklich so, ganz ehrlich, I don't give a fuck. Ich esse lieber 2 Burger mehr als die Person und fühle mich trotzdem wohl, weil ich habe keinen krassen Grund, mich aufzuregen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meiner Figur und es sollte jeder sein, egal wie ihr aussieht. Und ich bin gesund und das ist fucking das Allerwichtigste. Und heute war wirklich so ein Tag, da war ich so, oh mein Gott, ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden. Und natürlich gibt es Stellen, die würde ich verbessern, wenn ich könnte, aber ich habe keinen Bock. Und ich habe keinen Bock, mich aufs Fahrrad zu setzen. Und ich habe keinen Bock, Runden zu drehen. Und ich habe auch keinen Bock, ein Workout zu machen. Und dann lasse ich es. Und dann lasse ich es. Und dann sind da so Methoden, wo ich mir so denke, okay, dann isst du weniger wie heute. Und wenn es dann auch nicht geht oder wenn ich mir dann eine Pizza mache, dann ist auch okay. Also heute ist wirklich ein positiver Tag. Natürlich nächste Woche habe ich wahrscheinlich wieder einen Down. Aber das ist auch ganz normal, dass man so Tage hat. Das habt ihr mir auch alle bestätigt. Und deswegen, I'm just going for the food. Ich liebe Essen und ich werde mir nichts verbieten. Und ich habe das irgendwie seit dem Mukbang so, meine Sicht hat sich voll geändert. Und es wird Videos geben, in denen ich mich nicht hübsch fühle. Und es wird Momente geben, in denen ich mich nicht hübsch fühle. Egal, ob es mein Gesicht ist oder mein Körper. Aber das ist ganz normal, das hat jeder. Und ich will einfach aufhören, mich zu vergleichen. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Also, ich hoffe, euch geht's auch so und wir bauen uns gegenseitig auf. Ich habe schon mal gesagt letzte Woche, I wanna be your happy place, vor allem auf Insta und auch auf YouTube sowieso, weil mir das einfach auf die Nerven geht. Und deswegen habe ich auch passend zu meiner Mut heute dieses Bild gepostet, beziehungsweise diesen Boomerang. Ja, weil ich einfach so war, ganz ehrlich, ich weiß, wie viele sich da draußen von euch wahrscheinlich auch jeden Tag vor den Spiegel stellen und denken, oh mein Gott, ich bin nicht genug oder das und das sieht nicht gut aus. Wer hat das gesagt? Who said that? So Leute, ich habe jetzt den Ofen vorgeheizt, beziehungsweise habe ihn jetzt angemacht und habe überlegt, entweder mache ich mir zu meiner Zucchini, die schon leicht, die muss auf jeden Fall gegessen werden, entweder mache ich mir diese Kartoffelrösti und da hat mir irgendeine Zuschauerin, also Girl, falls du siehst, thanks to you, hat mir gesagt, ich muss mal gucken, ob die nicht schon abgelaufen sind. Nee, ich muss aufs Verfallsdatum gucken, weil da Mikroplastik oder so drin sein soll. Und das so ein kleiner Skandal war bei denen, aber ich
Weiß nicht, ob meins dazugehört. Ich muss mal gucken, aber ich esse die jetzt eh nicht. Ich habe mich jetzt für die entschieden, für diese Baguettes mit Champignons. Ich mag ja nicht so Wurst, Salami, Schinken, das ist alles nicht so meins. Und Champignons liebe ich und das ist dann alles rein Veggie und ich liebe das. Die schmecken mir am besten. Ich habe die so lange nicht mehr gegessen, deswegen freue ich mich jetzt drauf. Und während die im Ofen sind, mache ich mir Zucchini mit Paprika. Übrigens, den Aufschnitt empfehle ich immer noch jedem. Der schmeckt so gut, vor allem auf Körnerbrot. Wirklich sehr delicious. Und ich werde jetzt erstmal das Gemüse schneiden und dann kommt die in den Ofen. Der heizt nämlich noch vor. And yes. Ich habe mal was Neues ausprobiert. Normalerweise esse ich immer Sour Cream zu dem Gemüse. Und ich habe mal diesen Quark hier gekauft, den 3-Zwiebel-Quark. Ich habe den noch nie gesehen. Und ich habe es gerade mal probiert und es schmeckt einfach so geil. Da sind halt Zwiebeln drin und schmeckt so ein bisschen wie Röstzwiebeln halt. Aber es schmeckt richtig, richtig gut. Und ich werde es heute nicht mit Sour Cream essen, sondern mit dem Quark. Und das Gemüse ist jetzt schon ready. Es ist mir teilweise ein bisschen angebrannt, aber es ist nicht so schlimm. Zucchini und Paprika. Und die zwei Baguettes, ich weiß nicht, wie weit die sind. Ich glaube, die sind bald fertig und dann wird gemampft. Ich warte einmal auf die Baguettes und die Casey ist auch schon. So sieht jetzt mein Dinner aus. Ich weiß nicht, ob ich beide schaffe. Wenn nicht, wird mein Papa eins davon safe essen oder meine Mama. Dann habe ich mir ein bisschen von dem Gemüse genommen. Da ist auch noch ein bisschen was draußen und eben von dem Zwiebelquark. Es sieht vielleicht nicht so ästhetisch aus, aber es wird mir auf jeden Fall schmecken. Und ich gönne mir das jetzt und schaue dabei Love Island. Und ja. That's my last dinner for this video. So Leute, ich bin jetzt unten in meinem Zimmer und ich habe jetzt fertig gegessen, habe die Küche aufgeräumt und das war es jetzt mit meinem letzten Dinner. Das ist das letzte Dinner gewesen in diesem Video und ich hoffe, dass euch dieses What I Eat in a Week gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche What I Eat in a Week Videos öfter sehen wollt oder What I Eat in a Day. Und der Abend ist zwar heute noch nicht vorbei, aber ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht noch essen werde, sind diese Cookies. Die Chips werden nicht angerührt, weil ich bin irgendwie nicht so der Chips-Mensch momentan. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare gucken. Wenn in meinem Kommentar steht, dass ich sie noch gegessen habe, dann wisst ihr Bescheid, da habe ich sie noch gegessen. Wenn da nichts steht, dann habe ich nichts mehr heute gegessen. Ich will euch nämlich nicht anlügen. Wir führen den Tag heute wirklich fertig. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich öfter solche Weekly Food Diaries drehe oder auch mal Daily. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann, bye!